meine Lieben. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel unserer Jungs gegen Burgdorf 2. Endergebnis 32:20. Also eine recht deutliche Angelegenheit doch am Ende geworden. Ich begrüße den Gästetrainer Heidmar Felixson, unseren Trainer Tobi Jansen, Leif Tissier, heute war der Ricardo dabei, und der Torschütze des 21. Tores, ungewohnt, ne? Unser Torwart, Dominik Glaube. Und er wird uns auch gleich sagen, dass er das schon im Auge hatte mit dem 21. Tor. Heidmar, ist glaube ich gar nicht so einfach, nach so einem Spiel jetzt eine treffende Analyse zu finden. Versuch's doch einfach mal. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht gelaufen heute? Ja, erstmal schönen guten Abend. Oder guten, ja, später. Ja, wir waren von Anfang an waren wir einfach nicht da und wir haben überhaupt nicht unser Spiel gefunden. Wir haben zu viele Fehlversuche am Anfang gehabt und das hat meine junge Mannschaft etwas unsicher gemacht. Aber man hat auch gesehen, dass Hamburg einfach klassenbesser ist auf alle Positionen und deswegen ja, ist der erste Halbzeit auf jeden Fall so gelaufen. Zweite Halbzeit finde ich, dass auch wenn Hamburg vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, haben wir nur mit einem Tor verloren. Das war glaube ich ganz gut. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Und, aber ich denke, im Großen und Ganzen waren wir einfach eine Klasse schlechter und wir müssen daran arbeiten, auch wenn ich ganz viele junge Leute habe. Die müssen natürlich nicht sich beeindrucken lassen von so einer Kulisse und so tolle Zuschauer. Und deren, glaube ich, erste Mal für ganz viele, die solche Zuschauerzahlen hatten. Aber wir müssen das auf jeden Fall analysieren und leichte Gegner nächste Woche in der Altenholz. Und deswegen einfach nach vorne gehen. Schon bei eurem Spielplan gesehen. Es wird nicht unbedingt leichter. Toto, wir haben vor der Partie darüber gesprochen, letztes Spiel war so zwei Abschnitte. Dieses Spiel war doch, glaube ich, eher aus einem Guss. Wie siehst du das? Ja, hallo. Erstmal. Hallo. Ja, das erste Halbzeit war natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Wir haben da ja, recht schnell reingefunden, waren in der Abwehr aggressiver, als wir das noch beim alten Spiel waren. Das ist immer wichtig, dass man in der Abwehr ordentlichen Zugriff hat. Das ist auch für das Selbstvertrauen einfach wichtig, dass man da schnell nach vorne spielen kann, dass man da vielleicht das ein oder andere leichte Tor auch machen kann und nicht immer im 6 gegen 6 da sich abrackern muss. Ja, zweite Halbzeit. Danke Heidmar, dass ihr da 7 gegen 6 gespielt habt, weil das erwartet uns nächste Woche in Rostock ja auch. Und das allerdings über 60 Minuten, das ist sehr. Boah. Scheiße, ne? Scheiße. Ja, das ist einfach, wenn man dann eine ballsichere Mannschaft hat, die immer wieder diese Überzahl irgendwann mal ausspielt, dann kriegt man nochmal ein Gegentor, so einen direkten, ja, okay. Aber im Grunde genommen nimmt man da unheimlich viel, ja, Potenzial vom Gegner weg und ja, das zermürbt einen und wir werden das diese Woche nochmal ja, alles aufarbeiten und müssen uns damit Rostock schon befassen. Nochmal ein Dankeschön, dass ihr das jetzt gemacht habt. Das war unter Wettkampfbedingungen ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn man es im Training macht und von daher war das ein kleiner Vorgeschmack auf nächste Woche, also das wird ja ein zähes Ding. Gut. Halt mal, ihr wollt jetzt los. Die A7 ruft, ne? Ich wünsche euch gute Rückfahrt und alles Gute für Spiegel Altenholz. Wir drücken euch die Daumen. Ja. Herr Tone, vielleicht ganz kurz. Du hast in der zweiten Halbzeit auch einiges ausprobiert. Also fast alle Spieler haben ihre Spielzeiten bekommen, auch die Chance gehabt, Tore zu werfen. Du hast auch mit 7 gegen 6 im Angriff gespielt, was wir auch nicht so oft hier sehen. Du hast mit zwei Kreisläufern gespielt. Wie bewertest du das? Hat das so funktioniert, wie du dir das auch vorgestellt hast? Nö, eigentlich nicht, aber ja, es ist auch mal wichtig, dass man gewisse Dinge mal im Wettkampf ausprobiert und dazu hat man nicht immer die Möglichkeit, dass wir jetzt heute in der komfortablen Situation waren, das einfach mal auszuprobieren und zu sehen, was da jetzt noch nicht so optimal läuft, das ist auch immer wichtig und ja, das können wir dann im Training nochmal so ein bisschen verfeinern, aber ich glaube gegen 7 gegen 6, das mal. Mir macht das keinen Spaß, dazu zu gucken, aber ja, wenn es ein taktisches Mittel von manchen ist, dann sollen sie es machen. Du wirst ja viel Spaß daraus haben. Sehr schön. Okay, dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, Toto. Dann rutscht live einmal auf. Oh, die Mannschaft kriegt Süßigkeiten. Ja, Toto, vielen Dank.
Nein, letzte Woche musst du schnell weg, du hattest das 21. Tor geschossen. Ja, in 4 Jahren geht das nicht mehr so leicht. Vielleicht beschreib doch mal, gegen Altenholz war es ja ein schwieriges Spiel, am Ende sehr knapp, ihr hättet sogar noch gewinnen können. Köpfe hingen erstmal, wie waren so die Tage danach, was ist in der Mannschaft passiert? Ja, ich weiß es jetzt nicht genau, ich war ja auf Klassenreise. Darum war ich auch letzte Woche so schnell weg. Ja, aber ich glaube, wir haben uns dann gesammelt. Ich habe gehört, die ersten Tage natürlich waren nicht optimal. Köpfe waren unten, aber dann haben wir analysiert, was wir falsch gemacht haben. Und ich glaube, die letzten Trainingstage waren dann wieder besser und haben uns optimal vorbereitet. Wäre ich optimal vorbereitet gewesen, hätte ich gewusst, dass du auf Klassenreise warst. Das wusste ich leider nicht. Jetzt bist du ja relativ schnell in die Mannschaft reingerückt. Von der A-Jugend jetzt, in der Rückserie der vergangenen Saison, jetzt heute auch wieder in einer Stammformation gewesen. Das ging ja wahnsinnig schnell. Wie verarbeitest du das? Denkst du darüber nach oder machst du einfach? Ja, also ich letztes Jahr war es ja plötzlich gekommen. Ich wusste nicht Bescheid vom ersten Spiel. Aber ich gebe immer mein Bestes und ich weiß, mir ist das eigentlich ziemlich egal, wo ich spiele. Ich gebe immer alles und da ist es auch wirklich egal, ob jetzt in der A-Jugend spiele oder in der Herren. Ich versuche immer mal zu helfen, wenn ich das Ziel ist, in der A-Jugend ist mir ziemlich egal. Hat auf jeden Fall Spaß zuzugucken, mit welchem Enthusiasmus du Leuten in der Schlossenheit durchgehst. Vielen Dank, Live TC, unser Nummer 7. Schokolade für die Mannschaft, haben wir gelernt. Vom Trainer. Ist das dein Handy? Tumi, der Mann des Spiels heute, ne, oder? Habe ich richtig gezählt? 3 von 4 7 Metern hast du da genommen, ne? 2 Tore geworfen. Und das 21., das war kein Zufall, ne? Viele wissen ja, dass ich in Beckdorf ein bisschen Alarm gemacht habe bei den Fans. Und da habe ich das auch das 21. geworfen. Da sagte man, ja, nur bei Heimspielen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber habe trotzdem was bekommen. Und vor meinem ersten Tor habe ich gewusst, okay, die wechseln auch relativ langsam. Und wenn ich die Chance habe, dann knall ich das Ding aufs Tor. Hat funktioniert. Dann gebe ich jetzt ab an den Beckdorf 21.